Hallo und herzlich willkommen ein drittes und letztes Mal hier aus Takasu am schönen Atlantik. Heute zeige ich dir noch die dritte Meditation, die du machen kannst für einen ruhigen, stabilen und ausgeglichenen Geist, also Kopf, Denken, raus aus dem Denken, rein ins Spüren, entspannen und wieder fokussieren und den Kopf klar kriegen. Die Meditation ist nochmal ein bisschen was anderes als die letzten zwei, die ich dir gezeigt habe. In der ersten hatten wir nur eine Handhaltung und den Atem. Bei der zweiten Meditation war es ja schon ein bisschen, ich sag mal, seltsamer mit dem aufgerissenen Mund und dem Blick auf die Nasenspitze. Heute werden wir auch wieder eine Handhaltung machen und dazu aber auch unsere Stimme benutzen. Also wir nehmen ein Mantra, wir chanten und benutzen den Klang dieses Mantras, um unseren Geist wieder auszubalancieren. Diese Meditation hat einen sehr starken Einfluss auf unser Nervensystem und kann wirklich tatsächlich durch den Klang selbst und durch das lange Chanten des Mantras uns wieder in Ruhe bringen. Und auch die Handhaltung ist dazu sehr wichtig. Du nimmst die Hände zusammen und dann verschränkst du deine Finger bis auf den Ringfinger. Also die beiden Ringfinger, die bleiben gestreckt und alle anderen Finger sind ineinander verschränkt, und zwar auf die Art und Weise, dass der kleine Finger der linken Hand ganz unten ist und demnach auch der Daumen der rechten Hand ganz oben ist. Und du hältst die Hand ein paar Zentimeter von deinem Zwerchfell weg, also so der Bereich unterhalb der Rippen und überhalb des Bauchnabels, so in diesem Gürtelbereich, hältst du die Hände, und zwar auch so, dass die Finger so einen 60-Grad-Winkel nach oben gestreckt sind. Und dann atmest du tief ein. Und mit der Länge des Ausatmens chantest du das Mantra Ong. Ong schreibt sich O-N-G und wird gesprochen wie das Ong im Onkel. Und das Ong ist ein sehr nasaler Laut. Das vibriert über die Nase. Und du kannst es mal ausprobieren, ob du es richtig machst, dass wenn du das Ong tönst und dir dabei die Nase zuhältst, dürfte dann kein Klang mehr sein. Also in etwa so. Ong. Wenn du das Gefühl hast, dass der Klang durch die Nase geht, dann ist es auch so leicht hinten am Gaumen zu spüren, dann machst du das richtig. Und der Vorteil des Mantras ist, dass der tatsächlich auch unser Gehirn stimuliert, also unsere Hypophyse, und der Klang einen sehr großen Einfluss auf unsere Hirnschwingung hat. Und du chantest dieses Mantra fünfmal. Das reicht vollkommen aus, das fünfmal zu chanten, und du machst das auf die gesamte Länge deines Ausatmens. Also so lange, wie du ausatmen kannst, chantest du, atmest tief ein. Und beim Ausatmen chantest du das Mantra Ong in etwa so. Ong. Dann holst du wieder Luft. Und ein zweites Mal. Mach das Ganze fünfmal und lass dir auch richtig Zeit dabei. Atme vollständig ein, bis deine Lungen ganz voll sind. Und lass dir auch Zeit beim Ausatmen. Atme richtig lange aus. Du kannst dabei den Bauch auch noch bewusst einziehen, um noch mehr Luft rauszupressen, um dieses Mantra noch länger zu chanten. Und nach fünfmal ist die Meditation vorbei, und dann schau mal, wie du dich fühlst, und starte dann in den Tag. Es ist gut, die Meditation vor einem harten Tag zu machen. Also wenn du weißt, heute wird es richtig anstrengend, dann beruhige dich schon vorher. Fünfmal Ong und dann ab in den Tag. Für mich war es das dann auch hier in Takasu. Für mich heißt es dann die nächste Zeit auch wieder zurück nach Deutschland. Und vielleicht sehen wir uns ja dort wieder. Ansonsten, wenn du Fragen, Anregungen, Wünsche oder was auch immer hast, dann schreib mir ruhig. Schreib in die Kommentare, wie es dir mit der Meditation ergangen ist. Und dann bis zum nächsten Video. Mach's gut. Tschüss.